Sachen, die ich jetzt ansprechen wollte. Und die andere Geschichte jetzt, diese OSZE-Geschichte, wollte ich halt auch nochmal sagen. Die OSZE ist ja die einzige halbwegs neutrale Geschichte, die irgendwas zu, die dort die, den Waffenstillstand überwachen soll. Man hört nichts von der OSZE. Das finde ich einen Skandal und da muss man eben was von hören. Denn das, die OSZE ist die einzige Organisation, die überhaupt Frieden bringen könnte. Und von daher muss man da irgendwas hinkriegen. Und vielleicht auch noch was zu sagen. Also die OSZE, zu der OSZE kann ich was sagen. Die OSZE ist vor Ort. Das letzte Mal, dass ich die OSZE gesehen habe, dann jetzt war, als es waren mal vier Fahrzeuge. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand daran erinnert. Ich habe mal irgendwie so einen Gag gemacht, dass ich gesagt habe, diese vier Fahrzeuge verkaufe ich hier, weil die sich eh nicht bewegen. Es sind jetzt irgendwie 30. Die stehen also im Park in Donetsk, stehen die also rum. Die Jungs sind dann auch ab und zu schon mal unterwegs. In Scirocco kriegen die gerade echt auf die Mütze. Da ist nämlich der OSZE-Beobachtungsposten eingenommen worden von ukrainischen Truppen, samt den OSZE-Mitarbeitern. Was wir festgestellt haben, und das ist zum Beispiel etwas, als Minsk II umgesetzt wurde, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Militärtransporte gesehen. Also das waren wirklich Panzer in Größenordnung. Es gibt auch einiges Material, wovon ich noch nicht weiß, ob wir das im Film verwenden werden, weil es ist einfach langweilig, an der Straße zu stehen und 50 Panzer an einem vorbeifahren zu sehen. Es ist also ganz klar gewesen, dass die schweren Waffen abgezogen wurden. Die OSZE hat das auch beobachtet. Die OSZE hat auch entsprechend Berichte darüber verfasst. Allerdings beobachtet die OSZE nicht so genau, wenn ukrainische Waffen abgezogen werden. Das ist also auch evident. Bedeutet, mehrere OSZE-Mitarbeiter sagen dann halt einfach auch, ja okay, also wir haben die Bestätigung von der Kommandantur bekommen, der ukrainischen Truppen, dass die Waffen weg sind. Und ich kann euch mal sagen, wie ukrainische schwere Waffen von der Front abgezogen werden. Die werden nämlich so abgezogen. Ja. Es ist, wir haben also Waffensysteme sehen können, wenn man in Dokuchaevs ist, dann hat man 300 Meter zwischen sich und den ukrainischen Stellungen. Es gibt da auch ein Foto, was ich veröffentlicht habe. Wenn man da genau hinsieht, sieht man einen Obrochenje, dann sieht man ein Feld, ein vermintes Feld und hinten sieht man noch eine Person, das ist ein ukrainischer Soldat. Das heißt, sie stehen sich da auch gegenüber und gucken sich an. Und es sind also Waffensysteme von der Front abgezogen worden, gerade Mehrfachraketenwerfer Huracan oder Smash, als auch schwere Artillerie. Die haben alle Nummern. Das heißt, die haben Identifikationsnummern, die so unselig auch bei dieser Bug-Geschichte immer wieder mit MH17 aufgeführt wurden. Und wenn diese Waffensysteme also abgezogen werden an einem Frontabschnitt und 25 Kilometer weiter nördlich oder südlich an einem anderen Frontabschnitt wieder auftauchen, dann sieht man das. Man kann es also nachweisen. Ja. Und Fakt ist, man muss keine Beweise mehr großartig erbringen, weil mittlerweile ist es auch klar, und es wurde ja auch von der ukrainischen Regierung offiziell bestätigt, dass sie, ich glaube vor 3 Wochen oder sowas war das, offiziell gesagt haben, also wir ziehen keine schweren Waffen ab. Ja, obwohl die OSZE vorher bestätigt hat, dass sie es tun. Und zwar immer nur dann, wenn die Kommandantur es sagt. Das heißt, es wird dort also auch mit mehrerlei Maß gemessen. Man muss sich einfach nur angucken, wie die OSZE-Beobachtermissionen zusammengesetzt sind. Die letzten Sichtungen von russischer Armee sind darauf zurückzuführen, dass ein hochrangiger russischer Offizier mit seinen Adjutanten gesehen wurde in Donetsk. Das wurde von der OSZE auch entsprechend berichtet. In den westlichen Medien wurde daraus gemacht, jetzt ist die russische Armee da. Dieser russische, ist es ein Generaloberst oder sowas, dieser russische Generaloberst hält sich im Rahmen dieser OSZE-Mission dort auf. Das heißt, er ist nicht Mitglied der OSZE-Mission, sondern die OSZE arbeitet zusammen mit der russischen Armee, um die Grenzverläufe entsprechend zu überwachen. Es gibt nicht einen einzigen Bericht der OSZE, die an den Grenzen tatsächlich auch sind, über den Übertritt russischer Armeeeinheiten in den Donbass, weil es die schlicht und ergreifend einfach mal nicht gibt dort unten. Und insofern gibt es schon den einen oder anderen
der da sicherlich versucht, seine Berichte auch vernünftig zu machen, aber im Grunde sind es Berichte, die sehr, sehr vorsichtig gelesen werden müssen. Ich habe selbst erlebt, dass wir ihn dann jetzt gestanden haben. Ich habe damals mit Graham Phillips zusammen an dieser Stelle gedreht, als die OSZE auch vermessen hat, woher die Einschläge kommen. Das ist zum Beispiel auch etwas, es ist relativ einfach nachzuweisen, dass die Opolchenie nicht die eigenen Städte beschießt. Das hat damit was zu tun, wie steckt ein Geschoss im Boden, ja? Wo man also sehen kann, was ist die Abschussrichtung. Und wenn man weiß, dass eine schwere Artillerie eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern hat und dieses Geschoss keine 10 Kilometer hinter der Frontlinie irgendwo steckt, dann weiß man, wenn es aus Westen kommt, woher es kommt. Und wir haben also auch versucht, von den OSZE-Mitarbeitern Statement zu kriegen, die also direkt dort vor Ort waren. Und das heißt immer nur, kein Kommentar. No comment. Ja. Insofern ist die OSZE aus meiner Sicht sicherlich schon notwendig dort unten, aber es ist keine Quelle, der ich also zu 100% in irgendeiner Form vertrauen würde. Definitiv nicht. Ja. Okay.